Es geht immer so ein bisschen um Balance. Hör schneller weiter, ist cool, aber irgendwann bringt dich das alleine auch nicht weiter, weil du brauchst eben halt auch Ruhephasen. Wird oftmals unterschätzt. Ich weiß das, weil ich damals meine Gesundheit komplett ruiniert habe, weil ich dachte, viel hilft viel. Musste später erst sehr, sehr mühsam lernen, dass besser viel hilft und viel nicht notwendigerweise dabei der limitierende Faktor ist. Und egal, was du anstrebst, Kraft, Geld, Schönheit, Reichtum, Fame, das wird alles nicht das sein, was dich als Mensch definiert. Das ist mir gerade wieder klar geworden, weil ich bin aus meinem Arbeitsrhythmus geholt worden, weil eine gute Freundin der Familie geklingelt hat und wollte einfach nur mal ganz kurz vorbeischauen. Und ich habe gesagt, Mensch, Ola, das geht so nicht. Komm einmal mit hier in den Garten rein. Gucken wir das nochmal ein kleines bisschen an. Gucken dann nochmal auf den Teich, was ich da verändert habe. Ich habe dir da Bilder geschickt. Guck dir das nochmal live an. Und dann haben wir hier im Garten gesessen und einfach nur mal kurz gesprochen. Und ich glaube, das war einfach unheimlich schön und wichtig und einfach auch nicht nur auf das digitale Vertrauen, dass das schon alles richten wird, sondern nicht vergessen, dass auf dem anderen Ende des Geräts dann irgendwie immer noch Menschen sind und die wie Menschen behandelt werden wollen und auch sollten. Und diese grundsätzliche Regel auch dort beachten, dass du andere Leute so behandelst, wie du selber behandelt werden möchtest. Und insofern möchte ich einfach sagen, schepper los, doch entspann dich auch. Gönn dir das mal. In den seltensten Fällen geht es wirklich um Leben und Tod. Und das Ego gibt dir vor, dass das alles so wichtig ist, und meistens ist es das nicht. Ne? Also ein bisschen nicht mehr, sondern besser. Egal für welche Bereiche. Sport, Arbeiten, Social Media. Also, egal wer du bist, wer das gerade sieht, einfach liebe Grüße.